heißt, wir beginnen immer, wie die digitale Welt sagt, mit einem Minimum Viable Product, also einem erst funktionierenden Produkt. Wir bauen jetzt insgesamt 54 Fahrzeuge in diesem Prototypen- und Primotypenstatus auf, um auch möglichst viele Robustheits- und Qualitätstests machen zu können. Das alles passiert noch in diesem Jahr und im nächsten Jahr, im Frühjahr, werden wir dann einen Serienanlauf in unserem neuen Aachener Werk starten. Also 2018 planen wir mit einer Stückzahl zwischen 1000 bis 2000 Stück. Das hängt dann jetzt dann davon ab, wann wir jetzt genau losgehen oder wie schnell wir auch den Hochlauf schaffen. Und 2019 wollen wir dann die 10.000 Fahrzeuge im Einschichtbetrieb erreichen. Randstrecken ein bisschen für den öffentlichen Nahverkehr. Also das heißt, die Stadtverkehrsbetriebe, die zu bestimmten Zeiten und auf bestimmten Strecken keine großen Busse auslasten können und wo wir doch dafür sorgen müssen, dass die Menschen, die jetzt nicht mehr im eigenen Auto fahren, auch ein Angebot vom öffentlichen Nahverkehr haben, die sollten dann mit so einem Fahrzeug versorgt werden. Und natürlich lohnen sich kleine Büsschen normalerweise nicht für den öffentlichen Nahverkehr, weil dann in Relation der Fahrer zu teuer ist. Und wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass wir das auch fahrerlos machen können, dann sind das natürlich besondere Chancen für einen wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehr.